Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sound-Tutorial. Mein Name ist Andreas und ich zeige euch heute, wie man den Sound von Deadmau5 The Welt ganz einfach in Reason nachstellen kann. Ich spiele euch kurz vor, um was es heute gehen soll. Okay, beginnen wir mit einem neuen Dokument, bei dem wir die Geschwindigkeit auf 128 BPM schalten und fügen einen Combinator hinzu. Das habe ich hier schon gemacht, damit ich die MIDI-Noten hinterlegen konnte. Die MIDI-Noten könnt ihr wie immer von mir haben, schreibt mir einfach eine Nachricht oder hinterlasst einen Kommentar. Okay, wir beginnen mit einem Line-Mixer 6 zu 2. Das hat folgenden Hintergrund. Ich möchte den Sound gern aus drei separaten Source-Synthesizern zusammenbauen. Das könnte man durchaus auch mit einem Synthesizer machen. Ich finde aber, dass man so mehr Kontrolle über die einzelnen Oszillatoren hat. Okay, wir fügen einen Force-Synthesizer hinzu. Rechtsklick auf den Line-Mixer und dann erzeugen Four Polysonic Synthesizer. Der wird dann automatisch mit dem ersten Kanal unseres Mixers verbunden. Wir initialisieren das Patch, damit wir auch auf jeden Fall den gleichen Stand haben. Patch initialisieren. Bei mir wird das standardmäßig schon gemacht, wenn er erzeugt wird. Das könnt ihr in den Voreinstellungen einstellen. Okay, wir drücken den Show Programmer Button, um uns anzugucken, was wir alles einstellen können. Durch das Initialisieren haben wir hier schon einen analogen Oscillator mit einem Sägezahn. Das ist das, was wir brauchen. Den verstimmen wir jetzt leicht ins Plus. Auf 6, bringen in dem Low-Pass-Filter die Velocity auf 0, gehen in die Filter-Hüllkurve und bringen das Decay auf 349 Millisekunden, das Sustain auf, ja, auf minus 6 dB und das Release auf 3,3 Sekunden. Dann gehen wir weiter zum Amp Envelope. Dort bringen wir Sustain komplett auf 0 und das Decay auf 1,3 Sekunden. Als letztes gehen wir hier in den Filter 3 und fügen einen Multifilter ein, schalten diesen auf Hochpass und bringen die Frequenz runter auf 124 Hertz. Okay, hören wir uns mal an, wie sich das anhört. Und ich werde dann hier am Frequenzregler drehen, um zu hören, wie sich der Sound verändert. Okay, das hört sich schon ganz gut an. Wir werden jetzt den zweiten Sound hinzufügen. Das machen wir aber einfach, indem wir den hier duplizieren, dann brauchen wir die ganzen Einstellungen nicht nochmal machen. Also Rechtsklick, Geräte und Spuren duplizieren. Da erzeugt er uns einen zweiten Sound mit den gleichen Einstellungen des ersten. Das einzige, was wir machen müssen, ist den dann auch zu verbinden. Also Tabulator-Taste, um das Rack umzudrehen. Und dann nehmen wir den Audio-Output 1 und 2 und packen die in den Line-Mixer-Kanal 2. Zweite wird automatisch verbunden. Bei diesem werden wir jetzt die Verstimmung in die andere Richtung bewegen, also auf minus 6. Und werden hier oben die beiden Kanäle jeweils nach links und rechts legen. Also den linken nach links, den rechten nach rechts. Der Übersichtlichkeit halber nenne ich den hier links. Und den anderen rechts. Okay, jetzt brauchen wir noch einen dritten. Das machen wir da genauso. Rechtsklick auf den Four, Geräte und Spuren duplizieren. Erneut müssen wir wieder von Hand die Verbindung herstellen.
den Mitte. Der soll unsere Basis bilden. Bei dem werden wir die Verstimmung auf 0 bringen. Um das am einfachsten zu machen, könnt ihr bei eigentlich jedem Regler und jedem Fader, könnt ihr, wenn ihr die Steuerungstaste gedrückt haltet und auf den Regler oder Fader klickt, wird die Grundeinstellung hergestellt. In dem Fall wäre das die 0. Also Steuerung, Linksklick und er stellt automatisch auf 0. Das funktioniert bei allen Reglern und Fadern. Okay. Des Weiteren werden wir den Sound noch ein bisschen klarer machen, indem wir hier den Shaper aktivieren und den Drive auf 55 bringen. Wir hören mal kurz rein. Ja, ihr habt schon gesehen, ich kann natürlich jetzt nur die einzelnen Regler jeweils separat regeln. Das ist natürlich für eine Automation ziemlich umständlich, deswegen werden wir per Programmer nachher die Regler mit dem einen Regler hier oben steuern. Das zeige ich euch gleich. Als nächstes, um den Sound noch ein bisschen zu verbessern, müssen wir erstmal hier die Balance herstellen. Das ist noch nicht optimal. Ich würde sagen, den linken und rechten bringen wir ungefähr auf Mitte. Ja, auf 58 ist okay. Beide auf 58. Und den mittleren, den lassen wir ein bisschen präsenter, aber bringen den auch ein bisschen runter. Auf, ja, 84 ist okay. Gut. Jetzt wollen wir den Sound noch ein bisschen formen. Dazu werden wir als erstes einen Equalizer benutzen, also Rechtsklick. Erzeugen M-Class Equalizer. Der wird jetzt standardmäßig als Send-Effekt angeschlossen. Das müssen wir per Hand ändern. Also Tabulator-Taste zum Umdrehen des Racks, die Verbindung hier trennen und dann den Ausgang vom Line-Mixer in den Eingang vom Equalizer und den Ausgang vom Equalizer in den Eingang vom Combinator. Tabulator-Taste wieder umdrehen, dann aktivieren wir in dem Equalizer den P1, bringen die Frequenz auf 226,9 Hz, bringen die Lautstärke auf 2,9 dB und den Q-Regler auf 2,8. Okay. Dann aktivieren wir auch noch den P2. Da bringen wir die Frequenz auf 9000 kHz, um die Höhen zu betonen. Die Lautstärke auf 2,3 dB und den Q auf 1,3. Also wie gesagt, ihr müsst das nicht hundertprozentig ganz genau die gleichen Werte verwenden. Bringen wir auf 1,4. Okay. Hören wir nochmal rein. Und ich deaktiviere mal den Equalizer, damit man die Unterschiede hört. Okay, man hört einen ganz leichten Unterschied. Ich betone die entscheidenden Sounds in diesem Synthesizer mit dem Equalizer. Das sollte wirklich, wirklich ganz subtil sein, weil wenn man hier an den Lautstärkenreglern zu dolle spielt, dann gibt es auch schnell Probleme mit Clipping, mit Übertönen, mit allen möglichen Artefakten, die da im Sound entstehen. Okay. Das ist okay so. Und ich denke, da fehlt noch ein bisschen Räumlichkeit. Deswegen packe ich noch ein RV 7000 dazu. Also Rechtsklick auf den Equalizer, erzeugen RV 7000. Den Dry-Wet-Regler bringen wir runter auf
8. Ja. Das Decay bringen wir runter auf 20. Oder 21. Und die Dämpfung der hohen Frequenzen auf 78. Okay. Und fügen zum Schluss, um den Sound ein bisschen genauer zu machen, ein Kompressor. Den Threshold bringen wir auf minus 11 und die Attack runter auf 16 Millisekunden. Okay, damit ist der Grundsound fertig. Wir hören noch mal kurz rein. Ich finde, das kommt dem Original schon sehr nah. Ihr könnt da gerne noch Verbesserungen dran vornehmen, mir vielleicht sogar schreiben, was ich noch verbessern könnte. Aber ich denke, das ist schon relativ nah. Okay, jetzt kommen wir noch mal zu der Automation, denn wir wollen ja gerne auch Filterverläufe über einen langen Zeitraum per Automation realisieren. Dazu müssen wir hier den Programmer einschalten und werden jetzt die Frequenzregler der einzelnen Filter auf den Regler 1 bringen, Filterhüllkurvenanteil auf den Regler 2 und das Sustain der Filterhüllkurve auf den Regler 3. Okay. Aktivieren wir hier unseren ersten Saw, das ist der linke. Regler 1 ist die Quelle. Als Ziel wählen wir die Filter 1 Frequenz aus. Das wäre der Regler. Wir lassen Min und Max bei 0 bis 127. Den Regler 2 nehmen wir den Filter 1, den Hüllkurvenanteil. Dort stellen wir den Min-Wert auf 40. Das bedeutet, dass wenn ich den Regler komplett auf 0 bringe, hat der Wert hier im Filter einen Wert von 40. Also wir können niemals unter 40 mit dem Regler regeln. Damit kann man solche Sachen beschränken. Okay. Und den Regler 3 bringen wir auf das Filter Hüllkurven-Sustain. Da können wir wieder wie 0 bis 127 lassen. Gut, dasselbe machen wir für den rechten. Also wieder Filter 1 Frequenz. Regler 2 geht auf Filter 1 Hüllkurvenanteil. Wieder starten bei 40. Und der Regler 3 geht erneut auf das Sustain. Das gleiche jetzt noch für den mittleren Synthesizer. Regler 1 Filter Frequenz, Regler 2, Filter Hüllkurvenanteil, starten bei 40. Und Regler 3 geht wieder auf das Sustain. Okay, damit ist die Programmierung beendet. Wir können das wieder schließen und benennen jetzt einfach unsere Regler noch um. Den ersten nenne ich Frequenz. Der zweite ist das Envelope und der dritte regelt das Sustain. Ihr könnt das natürlich beschriften, wie ihr wollt. Ich benutze oft die englischen Begriffe, weil ich auch noch andere Musikprogramme benutze, die wirklich nur mit den englischen Begriffen funktionieren. Ich finde das ganz gut, dass bei Propellerheads, Reason und Record, dass das alles auf Deutsch umbenannt wurde. Es macht es aber nicht unbedingt leichter. Okay. Probieren wir mal, was wir damit machen können mit den Reglern. Und dann hören wir uns gleich wieder. Thank you.
Okay, ich denke, damit habt ihr eine gute Grundlage, um selber was zu basteln. Macht eine geniale Melodie dazu und ich denke, der Sound spricht für sich. Das ist ein wirklich sehr, sehr guter Sound. Ist auch eins meiner Lieblingslieder. Deshalb habe ich mich auch entschieden, ein Tutorial dafür zu machen, obwohl das natürlich jetzt schon fast 2 Jahre alt ist, das Lied. Ich hoffe, euch gefällt das genauso. Ihr habt Spaß daran. Ich kann euch kurz noch vielleicht zeigen, wie sich das Ganze im kompletten Lied anhört. Ich habe da natürlich noch einen Bass hinzugefügt. Das sind einfach nur die Grundnoten nochmal gespielt mit einem Basssound. Hört sich dann so an. Ja, dann einfach nur ein Bass dazu. Ein paar Sounds, die in dem Lied vorkommen, sind gar nicht so einfach nachzustellen. Ja, lasst eure Kreativität einen freien Lauf und sagt mir, wie ihr es fandet. Schreibt mir rein, was ich machen könnte, welchen Sound ihr euch wünschen würdet, den ich nachstelle. Dann versuche ich mal mein Bestes. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.